Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Naja, ein guter Morgen ist es bei mir. Was bei dir ist, weiß ich nicht so genau. Aber was ich weiß, ist, dass ich jetzt erstmal die Beleuchtung ein bisschen anmache. Ja, wir schauen jetzt rein in die dritte Episode. Es ist natürlich bei meiner Reaction nicht die dritte Episode, sondern die fünfte. Aber es ist die dritte und letzte Episode von Bury My Heart to Hollow Hope mit den GameTube-Jungs und mit Ben and Paper. Ja, wenn euch diese Reactions gefallen, bitte unbedingt ein Abo dalassen, denn auf meinem Kanal wird es immer weiter Reactions geben, immer wieder neue, immer wieder zu Pen and Paper Sitzungen, Rollenspielen und so weiter, egal ob GameTube, Rocket Beans, oder ich habe noch eine dritte Variante im Hinterkopf, wo ich mir überlege, da könnte ich mal was machen. Aber lassen wir das jetzt erstmal so, wie es ist. Ich habe genug Material und es kommt ja jede Woche eine Folge. Denn, nochmal, falls du hier nur wegen den Reactions bist, das ist ein Pen and Paper Kanal und Pen and Paper und alles, was drumherum steht, die Rollenspielsysteme, Abenteuer, Bücher und so weiter, die stehen natürlich im Fokus. Und nicht die Reactions, auch wenn sie ein Drittel der Videos ausmachen. So, im Moment, im Moment. Mal gucken, wie es läuft. Okay, wir starten rein. Ne? Also, die Westwood-Mine und so weiter, da wird noch ein bisschen was passieren. Da sind also diese vier Halunken in die Westmundminen runter. Mich würden da ja keine 10 Pferde mehr reinkriegen. Aber gut, ich trage auch keine schleimige schwarze Substanz in mir, die man anscheinend in einer anderen Welt wieder rauskriegt. Was auch immer, die waren auf jeden Fall drauf und dran, drauf zu gehen. Und glaubt mir, als Totengräber weiß ich, wovon ich spreche. Ihr seid im zweiten Stollen hinabgestiegen, habt einige Kammern hinter euch gelassen und befindet euch jetzt hier. Wo der Old Nugget Stimmen gehört hat, wie ich auf der Karte entnehme. Richtig, denn dort ist Old Nuggets altes Lager. Ihr seht ein aufgeschlagenes Feldbett, einen Haufen lumpiger Kleidung und kleine Habseligkeiten, einen Kupferkessel und eine kleine Kiste. Ich durchsuche das alles mal Du durch ein bisschen wühlst tollen herum. Das Sachen. ist wie bei Warlands. Vielleicht finde ich ein Korn im Feldbett. Schaust auf jeden Fall mal. Bitte? Gerne. 53. Ist lustig. Diesmal ich weiß nicht, was das bedeutet, aber. Unter Verborgenes erkennen. Ja, habe ich 70. Habe ich was gefunden? Ja. Was gefunden? Oder was Verborgenes erkannt? Du findest noch allerhand anderes, wie Trockenfleisch, ein fast. Ja, wir sehen schon, ne? Ben hat da einen Aufbau gemacht. Ja, man kann den Mauszeiger sehen. Er hat irgendwoher, aus irgendeinem Brettspiel oder so, hier diese Bodenpläne von dieser Mine und hat quasi auch diesen Teil der Mine auf seinen Karten, auf seine handgezeichnete Karte übernommen. Also quasi das hier abgezeichnet und den Rest noch ergänzt. Eine smarte Idee. Ich rate euch nur, macht nicht zu viel mit vorgefertigten Bodenplänen, weil diese oft auch das Denken dann einschränken. Das heißt, wenn ich immer Pläne nehme, die so fertig sind, dann nehme ich auch immer nur das, was auf diesen Plänen zu sehen ist und komme gar nicht auf eigene Ideen und neue Ideen. Dementsprechend bin ich persönlich auch ein Fan davon, Kampfpläne, zum Beispiel mit Lego oder mit Pappwänden oder sowas aufzubauen, dass ich gar nicht in diese Fessel reinkomme. Ja, ich habe ja noch einen Plan, das sieht so und so aus. Und das ist auch im Moment das bisschen, was ich beim Online-Spielen nicht so mag. Dass halt da man holt sich halt irgendwelche Kartensets oder sowas und benutzt diese Karten nur und gar nicht die Fantasie, um sich selbst was einfallen zu lassen. Ja. Geleertes Wasserfass und ein wenig Werkzeug.
Und nee, da freust du dich nicht, oder was? Unterm Felsbett Arbeit. Eine kleine Metallschatulle. Ist das die Kiste, von der du gesprochen hast, oder ist das was anderes? Nee, das ist was anderes. Die Kiste, eine kleine Metallschatulle, wenn wir nur den Schlüssel dazu hätten. Ich hätte vielleicht Dynamit. Ich bin aber gerade dabei, die Kiste anzuschauen, die du erwähnt hast. Was sehe ich da irgendwas? Die Kiste kannst du ganz normal öffnen, ist eine Holzkiste drin. Da siehst du eine Axt. Okay. Also keine Spitzhacke, sondern eine richtige Axt. Mhm. Und mehrere leere Flaschen. Wäre die Axt besser zum Kämpfen geeignet als meine Spitzhacke, dann nehme ich die mit. Bitteschön. Gerne. Außerdem heißt es Schapitzhacke. Möchte die Schapitzhacke jemand haben? Schapitzhacke. Sonst lasse ich die hier. Na, gib mal her, nur für alle Fälle. Vielleicht. Okay. Falls ihr euch alle mit meinem Dynamit begrabt, dann kann ich einen Weg rausfinden. Ja, gut, wenn ich das nicht entdeckt habe, du hast ja gerade das mit dem Schlüssel angesprochen. Dann komme ich doch mal mit dem Schlüsselbund rüber. Passt der Schlüssel? Wie eine Eins. Klick. Auf und darin findest du noch zwei kleine Brocken Geisterstein. Ich will auch einen, Mehr von dem Zeug. Ich loote einen. Du hast ja die Kiste in der Hand. Oh, da ist die Mexikanerin schneller. Ja, so ist er. Aber ihr erinnert euch, braucht alle eins. Ricochet kriegt keins, der ist eh so ein Schisser. Und ach ja, das haben wir jetzt. Jackson, das lag auch noch drin. Ja, okay. Ist okay, dann erstmal das, ich habe noch eine Ahnung. Ich habe ein Hütchen zu rupfen. Du siehst kaum was, du brauchst dringend Licht. Eine Lampe. Die Lampe. Danke, geht doch. Gerne. Spielen. Okay. Und jetzt kannst du tatsächlich lesen. Das ist offensichtlich eine Notiz vom Nugget. Mhm. Hier krakelige Schrift. Ja. Krakelige Schrift. Stinkt. Das war ganz klar er. Der erste Eintrag, 29. Mai. Ich gucke nochmal auf die Karte. Okay, das war gegen Ende hin die letzte Eintragung auf der Map, war vom 2. Juni. Und am 29. Mai hat er anscheinend den Geisterstein gefunden und geschrieben, ich bin reich. Lesen wir es mal vor. Es redet mit mir, flüstert und zischt. Erst in einer Sprache, die so alt sein mag, dass ich sie nicht verstehe, und dann plötzlich klar und deutlich, als würde mein alter Herr aus dem Jenseits mit mir reden. Die Stimme erzählt mir von einer Stadt im Feld, von ruhelosen Geistern, und warnt mich, weiter zu graben. Sie meint die eingestürzte Kammer hinter der Erzader. Sie sagt, noch sei es nicht zu spät, aber ich weiß es besser. Da hinten, da wartet mein Glück auf mich. Einen Tag später, am 30. Mai. Selbst wenn ich die Flüstersteine wegschließe, höre ich ihre Stimmen im Kopf. Die Stimme hat sich verändert. Sie warnt nicht mehr, sie bittet. Ich soll zurück nach Hope und dort meinen Fund kundtun. Warum sollte ich so blöd sein? Dann kämen die Geier und rissen an meiner Beute. Niemand soll davon erfahren. Niemand soll etwas davon haben. 1. Juni. Es sind zwei Stimmen, sie streiten sich. Eine Vernunft, die andere Gier. Bin beides ich? Die Vernunft sagt, ich sei krank, befallen. Ich bräuchte Reinigung und müsste durch den Stein treten. Nach Kutapa oder so. Dort im Zentrum einer alten Stadt würde ich die Rettung finden. Die Gier hingegen spricht davon, dass ich das Gesicht freilegen muss. Mutter Erde muss atmen. Das Tor muss offen sein. Was bedeutet das alles? Vielleicht sollte ich doch zurück und dem Doc einen Blick auf mich werfen lassen. Ich bin mal gespannt. Also der Nugget ist ja offensichtlich mit dem Geisterstein in die Richtung gelaufen und hat ihn gezeigt und so weiter. Also können wir uns ja schon ausdenken, welche Stimme da irgendwie gewonnen hat. Ne? Also können wir uns nicht ausdenken, sondern denken. 3. Juni. Das große Gesicht in der Erde. Spricht sie mit mir? Ich höre, was sie sagt, aber ich verstehe die Worte nicht. Die Reinigung wird in der Kiva von Kapak-Tehun vollzogen. Ich muss einen Ahnenstein mit mir führen, um den dunklen Manitou einen neuen Ort zu bieten. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber die Stimmen drängen mich zum Handeln. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Vielleicht kann mir der kleine Indianerjunge vom Reverend weiterhelfen. Hätten wir den Matt mal mitgeschleppt. Aber das war das gleiche Ding, von dem mein Freund gesprochen hat. Okay. Kapatehun. Dein Freund. Also Entschuldigung mal, wenn man die ganze Familie von dem umbringt oder so. Bist du wirklich sicher, dass wir ihm vertrauen können? Wir haben jahrelang mit diesen Leuten in Frieden zusammengelebt. Wir haben mit ihnen gehandelt und friedlich koexistiert. Und als ich in Not war, habe ich die mehr oder weniger ins Unglück gestürzt. Ich habe eine Frage. Ja, aber die haben mir jahrelang vertraut und durch meine Handlungen sind sie dann durch die Hände anderer gestorben. Aber warum sollten sie dir noch vertrauen? Ich glaube, wir können ihm vertrauen. Ich glaube, ich bin es ihm schuldig, dass wir ihm vertrauen. Überzeug mich mal.
Okay. Überzeugen 40. 55. Das ist skeptisch, aber. Ja. Aber immerhin sagt er was Ähnliches, was in der Notiz steht und was uns auch schon von dem anderen. Wer ist Rat zum. Ja, mal ohne Witz, es macht halt überhaupt keinen Sinn. Es macht halt überhaupt keinen Sinn. Und ja, er ist auch wirklich nicht überzeugend. Er hat überzeugend nur 40, das passt auch wunderbar. Also manchmal passt dieses Parry ganz gut. Es ist halt, also für mich und meine Figur, wenn ich da mitspielen würde, wäre es absolut nicht überzeugend und ich würde da irgendwie gucken, dass würde ich sehr skeptisch sein und vermutlich auch dagegen agieren, was da passiert. Das klingt für mich, das schreit für mich nach einer Falle irgendwie. Um ganz kurz jetzt einzuschreiten und Gründe zu nennen, warum die Indianer vielleicht auf uns nicht so gut zu sprechen sind. Du machst doch erst ein wenn du das magst. Ich weiß nicht, ob mein Charakter das jetzt in dem Moment machen würde oder ob. Ich halte mal nochmal die Klappe. Also ich bin ein bisschen skeptisch, bin ich noch, aber. Aber wir kommen ja nicht drum rum, wir halten ja alle irgendwie. Also das ist ein Thema. Hatte ich auch letztens im Gespräch einem Rollenspieler zusammenspieler. Es gibt Spieler, die haben irgendwelche Hintergrundgeschichten, vielleicht sogar irgendwelche wichtigen Sachen. Und sie erzählen sie halt einfach nicht, ne? Sie sind halt mysteriös und es bleibt halt alles verborgen. Und teilweise ist es auch so, dass der Spielleiter darauf irgendwie setzt, dass die das auch irgendwie auspacken oder so, weil er halt die Story danach baut. Sorry, wenn ich jetzt gegen das Mikro komme. Und das war jetzt auch sowas beim Daniel Fight, ne? Der überlegt jetzt, ja, soll ich das jetzt auspacken und so weiter. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr so eine Geschichte habt und ihr schreibt die in der Charaktergeschichte, dann versucht sie auch den anderen Spielern zu erzählen. Es geht jetzt nicht darum, immer alles sofort rauszuposaunen, das ist auch klar. Aber euch bringt diese tolle Charaktergeschichte überhaupt nichts, wenn sie nicht Teil der Spielhandlung wird. Also solltet ihr solche Dinge dann auch erzählen, damit. Es wird wahrscheinlich nie einen guten Moment geben, irgend so eine Charaktergeschichte zu erzählen. Also kennt Spieler, die warten und warten, die erzählen niemals ihre Charaktergeschichte. Irgendwann vergessen sie es dann auch. Am besten ist es, wenn man drauf angesprochen wird oder drauf angespielt wird auf Dinge oder dass man es dann erzählt oder dass man selbst Dinge einstreut, dass die anderen, man kann ja auch Dinge einstreuen, wie es jetzt hier der Michi gemacht hat, auch oder der Ben ihn ja quasi so ein bisschen hingezogen hat, ja hier, ne, du fängst das Zittern an und so weiter und dann hat er seine Charaktergeschichte erzählt. Teilt es ruhig mit den anderen, ne? Nach einer gewissen Zeit und nicht alles so immer im Hintergrund, alles so ein bisschen mysteriös im Hintergrund lassen und so weiter. Das ist halt, das bringt halt niemanden was. Also das könnt ihr dann auch in den Müll schmeißen, die Geschichte, wenn ihr sie eh nicht erzählt. Ist das Asthma oder Leidenschaft? Hat er offene Socken? Sind das die Stimmen von. Hier stand auch von den Stimmen. Nein, es kommt aus dem Schacht vor euch. Oh nein, sind es noch mehr Untote? Ihr seht eine. Ich guck mal ins Dunkle. Ganz große Gestalt im schwachen Schein der Lampe. ihr seht eine Gestalt mit einem sehr großen Kopf. Ansonsten, ja, muskulöser Körper. Es ist humanoid, aufrecht gehend. Es kommt um die Ecke. Und dann seht ihr, wie sich der Kopf vom Körper löst, indem er mit 6 Spinnenbeinen von den Schultern sich löst. Es ist der Typ aus, das Ding aus einer anderen Welt. Vom Körper runterklettert. Die Spinne. Und sobald ihr das seht, bitte einmal einen Wurf auf geistige Stabilität alle. Mich juckt das überhaupt nicht mit den Spinnen. Dem Mexikaner fällt ein, dass er gar keine Einwanderungserlaubnis hat. Ich raune dem Randall zu. Was wir Ihnen vor der merkwürdigen Werbepause heute nicht gesagt haben, ist, dass wir es mit einer Riesenspinne zu tun bekommen werden. Ich habe eine 46. Knapp drunter. Ganz knapp geschafft. Bleibe ich ruhig. Ich habe eine 52, bleibe auch ruhig und schlage aber im Reflex noch ihm seinen Flachmann mit dem schwarzen Zeug weg.
Nicht schlecht. Und du? Cool. Ich habe eine 44. Auch bleib unter 49. Gut. Also ihr seid alle angespannt, keine unter 10, aber alles in Ordnung. Und dann was ist denn das für ein Geräusch? Ihr von dem Gestein um euch herum, dass das Gestein lebt. Und wir haben einen Counter. Nein! Einige dieser Steine werden zu kleinen hässlichen Spinnen mit riesigen Mäulern im Bauch. Oh Mann. Und der hier, der war derjenige, der sie noch am Kopf eben trug. Der steht hier und genau das Gleiche, was ich eben über Kampfpläne gesagt habe, von wegen, ja, dieses, wenn man halt festgelegte Kampfpläne hat, dann schränkt es einen unter Umständen auch ein. Muss es nicht, natürlich. Man kann auch sagen, ich schreibe irgendwas und nehme egal was es ist und finde dann Dinge, die einfach dazu passen. Das ist die eine Sache. Hier ist es jetzt auch so, ne? Er hat halt jetzt auch diese Figuren, also sowas Besonderes hat man halt in der Regel nicht, sowas sammelt man sich über Jahre an, aber es kann natürlich auch wieder, wenn jetzt Ben zum Beispiel hier das jetzt macht für die Pen and Paper Jungs, dann muss er, dann denkt er sich, ja, ich muss natürlich auch ein bisschen was zeigen, ne, soll ja ein bisschen was Aufwendigeres sein, also nehme ich natürlich das, wo ich auch Feature für habe, also passt er das natürlich dann auch an, ist klar, aber wir reden ja darüber auf eine Heimrollenspielrunde. Müssen es nicht immer hier solche Figuren und sowas sein. Das muss nicht immer sein. Es ist natürlich schön, wenn man es hat, ne? Und wenn man es benutzt und das ist alles wunderbar, aber es muss nicht immer sein. Sein Kopf ist runtergeklettert. Da. Und aus dem Stein heraus. Die kommen von allen Seiten oder was? Kommen gerade. Ach, fuck, das ist schön. Na gut, die hinten seht ihr noch nicht. Dann machen wir zwei. Na, dann sind wir ja beruhigt. Dass wir die nur hören müssen. So. Und okay, ich werfe hier das Feldbett um. Wer ist als erstes dran? Initiative-Runde ist eingeläutet. Bitte würfelt mit einem W10. Wie ging das nochmal? Zählt einem W10 plus Initiative. Genau. Ich habe 14. 14. Was heißt 0 ist 10? Ja. Dann habe ich 24. Nicht schlecht. Ich hab 21. Ich habe 20. Und 20. Und 14. Grundwert bei Initiative 14? 14. Gut gewürfelt. Du hast einen 9 gewürfelt. So, Spinnen. Nee, sieht man der Sack. Spinnen haben 10. Und Schleimifix. Wo ist er denn? Tentakelmonster. Der heißt Schleimifix. Nein, ich habe nur gerade seinen Namen nicht. Das war der Moment, wo wir keine Angst davor hatten. 15, ja. Wie man nennt. Ne? Nein. So, dann fängt 24 Randall an. Die Lichtverhältnisse sind hier mies. Ihr habt nur eine Lampe. Ja, mal gucken. Das ist jetzt, geht jetzt schon natürlich aufs Ende des Abenteuers zu. Das konnte jetzt ein knackiger Kampf werden. Unsere Situation in der Lage mal verstehen, in der Mine verstehen. Wo stehen wir jetzt genau? Ja. Hier, da. Ja, wo wollen wir hin? Hier so weiter. Da hinten. Ihr habt die Karte komplett hier aufgebaut sogar jetzt. Hier wollen wir hin. Okay, hier wollen wir weiter hin. Haben wir nicht. Und ab hier, das ist von da kommen wir. Genau, da hinten kommt ihr her. Okay, mein Vorschlag wäre, wir fangen an zu rennen. So, ich stand hier bei dem Rennen an denen vorbei und rennen hier hin und sprengen das. Aber woher weißt du, dass da nicht noch mehr sind? Du siehst nicht um die Ecke. Deshalb habe ich nur die aufgebaut. Ich habe nicht gesagt, das ist ein guter Vorschlag. Du hast ja eine Initiative. Ja, also ich würde jetzt erstmal, ich glaube, dass wir den großen Typen nicht mit einem Schuss fällen, deswegen schieße ich jetzt erstmal auf die Spinne hier. Du bist der hier, du stehst also hier vorne. Okay, das ist nah genug dran. Jetzt ist auch Reichweite interessant, weil eure Reichweite sind jetzt in Feldern gemessen. Das heißt, für einen Martin ist es egal, weil der kann 60 schießen, aber ihr habt. Das ist nah genug dran. Ja, dann nehme ich jetzt trotzdem nochmal den Double Action mit einem W10 plus 2. Jo. 2 plus 2. Notiert eure Schüsse. 4. Hast du schon geschossen? Du musst erst treffen. Ach. Ah, okay. Lichtverhältnisse minus 5. Dann haben wir jetzt 38, also das geht. Ja, wunderbar, alles klar. Und dann, was hätte ich jetzt? 4. Jetzt, genau. Also 4 Schaden hast du gemacht. Ja. Okay. Die Spinne, der schießt du ein Beinchen ab. Na, das war ja effizient. Naja. Vielen Dank dafür. Wo sind denn diese Feldbetten hier auf der Schlachtkarte? Hier, wo ich stand, war genau das, da irgendwo, genau. Ja. Hier, nicht hier? Ja, nee. Jetzt bin ich dran, oder? Ja, jetzt bist du dran, ja. Du stehst hier. Ich muss sagen, dass das sehr toll gemacht ist mit den Kameras. Also ich meine ja, dass das bei GameStar ist. Aber auch mit dieser Deckenkamera, man kann es sehr schön erkennen, auch den Kampfplan. Man kann die Würfel nicht erkennen, aber das ist egal. Das ist wunderbar produziert. Vor allem
Mach ich nochmal kurz Pause. Vor allem, ich finde, dass die Untermalung mit Musik und mit Geräuschen gut gemacht ist, denn sie ist nur dezent. Das Rollenspiel steht im Vordergrund und die Musik und der ganze Shishi, der zwar schön ist und so weiter, wird aber nur punktuell eingesetzt, also jetzt in Kampfszene oder was auch immer. Finde ich sehr, sehr cool. Dass es nicht so, dass es nicht zu einem Hörspiel wird oder sowas. Ja. Gefällt mir sehr gut. Also wenn ich so eine Live-Let's Play machen wollen würde, also dann wäre das, wie es hier gemacht ist, mit dieser wirklich guten, auch die Deckenkamera, also auch von der Qualität gut, mit diesen zwei Blickkamera, das wäre für mich das Optimale. Wirklich optimal. Ne? Also von der technischen Ausstattung her. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Hm. Nahkampf? Ja. Zu erwischen. Ich habe Nahkampf 50. Gut. 50-50. Und ich habe... Ich hoffe, der erste Teil war jetzt nicht zu leise von den Rocket Beans, von den GameTube-Jungs. Ich habe vergessen, hier auf volle Lautstärke zu drehen. Ja, so ist es. Ich hoffe, dass das trotzdem einigermaßen geht. Ab jetzt wird's lauter. 41. Sehr schön. Also mit der Erschwerung, ihr kriegt jetzt minus 5 wegen Lichtverhältnissen, aber... Achso, trifft was ja noch, genau. Vollkommen. Was hatten die? Die Spitzhacke. Du machst deine Stärke, du machst W6. Ein W6, den grünen. Kannst du mir mit dem grünen? Plus deine Stärke sind 6. Also 6, W6 plus 6, das ist nicht schlecht. Ja, also Nahkampf ist gut bei dir. 9. Gut. Du vergräbst die Spitzhacke im Körper der Spinne. Zeigt sie ihr Maul. Ja, zeigt sie ihr Maul. Aber sie grinst. Ich find's super. Okay. Ja. Widerlich. Dann ist jetzt Jackson dran. Ich schmeiß das Feldbett hier um. Okay. So, praktisch als Barriere, weil die hier vorne ja zu dritt sind. Ja. Knie mich halt dahinter und lege auch. Ich lege auf den großen Hoshi an. Alles klar. Auch hier minus 5, ne? Auf den Würfel. Der müsste ja auch ein bisschen leichter zu treffen sein. So, Gewehr habe ich 60. Ja, finde ich cool, wie sie die. Alles, was man so da so findet, auch benutzen. Also. Nicht nur schießen, sondern auch, er wirft das Feldbett um, wirft sich dahinter in Deckung und so weiter. Mhm. Sind 8 schon mal. Ja, 10, 12. Sauber. Und der dritte Schuss. Ja, du fetzt einen seiner Tentakel weg. Sehr schön. Oben. Wunderbar. Daniel. Ja. Ich, Daniel kommt. Ja. Doch. Nein. 1, 2, 3. Hier ist das Feldbett zum Glück. 4. Was kann ich denn außer jetzt gehen und schießen? Kurz hinlegen, ne? Gehen und schießen noch mal hier. Was fällt dir noch ein? Ich würde gern erstens zu Ramirez was sagen und zweitens würde ich gern noch was tun. Ja, natürlich, klar. Okay, das Erste, was ich tue, ich weiß nicht, ob ich da würfeln muss, ist mit der Lampe das zweite Feldbett anzünden, um für besseres Licht zu sorgen. Das geht auch so schief. Dann musst du nur würfeln, du machst... Das ist eine scheiß Idee. Es ist ja nicht neben einer Gasleitung oder so. Du schützt Öl rein und hältst die Flamme dran, dann brennt das Feldbett, klar. Gut. Das heißt, wir haben den Malus. Ja, den Malus von minus. Das heißt, sie sehen uns besser, wir sind selber vom Feldbett geblendet und sehen schlechter ins Dunkle rein. Der Spielmeister. Kritisier du mal nicht meine überlegenen Kampftaktiken. Die zweite ist die, dass ich. Ja, ist ja jetzt nur Spaß, ne? Aber jetzt haben sie diesen Malus von minus 5 nicht mehr, weil es hell genug ist. Es war wunderbar. So gut wie ich werfen kann beim letzten Mal. Das war das. Ja, aber vielleicht funktioniert es ja. Er ist nämlich. Genau, und das dritte ist, ich kann ja sicherheitshalber mal, also so rein actionmäßig, schieße ich mal auf die Spinne. Sehr gut. Ich kann es ja nicht gut, aber. Zündet es an, zielt auf die Spinne und ruft dir das gleichzeitig zu. Das Schießen. Genau. Was muss ich machen? Mein Gott, was für eine gute Idee. Unter deine Revolver unter 40. Also, ja. Und eine 91. Und wir haben eine 91, meine Damen und Herren. Dein Augenlicht versagt dir. Oh nein! Und deckt eure Schulter! 3 Minuten. Duck and cover. Na, das geht doch. Ja, du siehst schon wenigstens, obwohl du gerade dieses verdammte Bett angezündet hast und alles richtig hell sein soll. Schießt 3 Minuten. Du schon, bekommen wir das mit, dass er jetzt blind geworden ist? Ruf mal, dass du blind geworden bist. Das sagt nichts von daher. Ruf mal, dass du blind geworden bist. Hallo! Ich schäme mich schon wieder viel zu sehr. Wenn man das im Video sieht, wirkst du immer so, als hätten wir Peter Sellers in der Fahrt. Jetzt waren es
noch fällt. Jetzt war, also out of character, jetzt warten uns gefälligst, wenn du blind geworden bist. Out of character, ihr habt's gehört. So. Nein, er warnt euch nicht. Eben nicht. Ey, du bist doch ein Depp. Ja, nee, das gibt's nicht, Martin Lee. Ja, nicht eingreifen. Du hast erschossen vorher. Also du hörst. Kann ich mal kurz aus der Stelle vielleicht nur eine kleine Andeutung. Ja. Das ist jetzt aber doch nicht schon der Oberboss, oder? Nein. Nee, okay. Gut. Du bist der Oberboss. Yes. Für uns. Ihr seid noch nicht auf der anderen Seite. Boah, wie gut das wäre. Peng. Der Schuss geht ins Leere, irgendwo ins Gestein. Gott sei Dank nicht in irgendwelche Schultern, von daher alles gut. Und die Spinnen sind dran und die ist super hinüber. Sie greifen an. Du spürst das. Vor allem siehst du es nicht, kannst dich ausweichen. Das ist ätzend, ja. Das ist voll ätzend. Ja. Wobei, besser als wenn ich es gesehen hätte. Weil dann hätte ich doch Schiss gekriegt. Michi, die ist tot. Nur spüren ist ja eklig. So, der kann nicht ran. Also zwei Stück greifen an. Die den Reverend anfällt, springt ihn an. Ja, mit einer 35 und der Reverend spürt, wie sich in seinen Bauch zwei Zangen graben. Und ist verletzt. Was? Wo ist denn der Priester? Toll. Wenigstens braucht er dann nicht noch einen Priester. Ja, mal schauen. Jetzt sind sie nah dran, die Spinnen. Jetzt ist der Vorteil der Spieler erstmal vorbei. Okay. Gott sei Dank. Und auch du siehst es tatsächlich, dass die Widerhaken der Beine ja, sich in deine Brust greifen wollen. Es ist jeweils eine leichte Verletzung. Also es ist jetzt nicht schlimm. Ich schreib's auf. Okay, dann ist Ricochet wieder dran. Hat jetzt eine Spinne an sich hängen. Und du siehst das Maul geifernd. Das will Sachen von dir wegessen. Dann gehe ich jetzt in den Nahkampf über. Wobei halt meine Nahkampffähigkeiten sind voll scheiße. Also es ändert ja nichts, wenn ich im Nahkampf meine Pistolen benutze. Da kriegen die einen Malus, wenn ich die nee, im Nahkampf benutze. Du kannst jetzt auch deine Pistolen vor dich halten und abdrücken. Dann Gewehr wird schwieriger. Das wird schwieriger, stimmt. Dann kannst du mit dem Kolben. Ja. Was dann, du sogar vielleicht tun könntest bei ihm. Aber da rein noch. Bitte. Ich kann nicht gleichzeitig. Nee, funktioniert nicht. Ich vergesse es. Ich schieße einfach auf die Spinne, die an mir dranhängt. Das ist eine gute Idee. Du direkt voran. Crazy. Ich glaube, du triffst. Das ist eine 36. Ja, selbst mit einer und 60. Dann noch ein 1, 2. Also, ich habe diesmal mit der anderen geschossen, also okay. Nur 2. 2. Ja. Du triffst sie, sie springt von dir weg, ist aber noch soweit ganz fit, auch wenn du sie mit deiner anderen gerade durchgeschossen hast. 2. Gut, dann ist jetzt der Mexikaner dran. So, der Mexikaner überlegt, ob er dem Reverend helfen sollte, aber ich stehe direkt daneben. Vielleicht sprengst du dich. Ja, deshalb. Aber er entscheidet sich dagegen, weil aus irgendwelchen guten Gründen. Aus Gründen. Aber er greift auf den Plan des Reverends zurück, oder ich greife auf den Plan des Reverends zurück und schmeiße tatsächlich eine von den... Zünd's vorher an. Das war kein Lufteinziehen vom Meister. Wenn ich es anzünde und das, das trifft versagt, nicht, dann landet es halt irgendwo. Wenn du es nicht anzündest, dann wieder um die Ecke wirst, passiert gar nichts. Obwohl, dann... Du kannst das über das brennende Feldbett werfen und vielleicht zündet es dann vorbei. Über Tomb Raider. Das klappt bestimmt. Zünd's halt an, werf's halt hier hinten hin. Wenn ich nicht treffe, wenn es irgendwo anders landet, explodiert es halt irgendwo. Ja, du wirfst halt in den Gang, wirfst halt nicht direkt hier vorne, sondern wirfst halt hier hinten. Aber ihr wollt schon in den Stollen weiter. Ne? Ja, gerade sagen. Ja, das ist nur das Problem. Ich muss das Wenn dann ins Maul von dem Ding werfen. Sonst reißt es den ganzen Stollen kaputt. Du musst es ins Maul des Dings legen. Wieso legen? Naja, da kannst du sicher sein. Cojones, sagt man in deiner Sprache. Do it now! Habe ich das in vier Schritten? Ja. Ja, das wird sogar der schaffen. Meister sagt ja. Ja, dann was das für eine Dramatik. Da kommt er so. Okay, pass mal auf. Dann versuchen wir das mal. Was brauche ich? Welche? Das ist natürlich ein bisschen viel Sprengstoff, vor allem in so einer Situation. Aber gut, mal gucken. Genau, ja. Das Laufen ist normal. Du stopfst ihn jetzt ins Maul. So, Leute, jetzt wird's spannend. Ja. 58. Das ist kein Problem. Geil. Das Problem ist jetzt der Ausweichwurf von dir. Du stopfst das Ding brennend ins Maul. Ja. Das Maul will sich um deine Hand schließen. Okay. Und es wird es auch tun, wenn du nicht zurückgehst. Ausweichen. Mit welchem Würfel? Mit beiden unter Ausweichen. Wo ist Ausweichen? Ist Ausweichen. Ach da. Oh Gott, Ausweichen 40 zu Deutsch. Tschüss, Hand. Ja.
Aber komm, komm, komm. Aber das ist geil an so einem Poncho. Da kann man auch einen Affenarm gut kaschieren. 59. Oh. Nein, Schießarm. Oh. Ihr hört einen markerschütterten Schrei. Ah. Oh, fuck. Kurt. Affenarm. Und du kriegst deine Hand los, also besser den Rest davon, ja, stolperst zurück. Landest auf der Sichthöhe einer Spinne, aber das ist dir gerade alles egal. Du hast höllische Schmerzen. So egal kann mir das niemals sein. Also das ist jetzt so eine Sache, ne? Natürlich improvisiert er jetzt und es gibt Spieler, wenn man zum Beispiel sagt, man spielt ein sehr simulationistisches Spiel, die mögen das nicht so, wenn man das so ein bisschen gegen die Regeln auslegt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Midgard spielen würde, dass er jetzt dann hinfällt und dass er seinen Arm rauszieht und so weiter, das müsste man dann halt sehen, wie man das mit den Regeln abbilden kann, wenn man es genau spielt. Also ich sage nur, es gibt Spieler, die sagen dann so, ja, aber von den Regeln her steht mir jetzt noch ein Balancewurf zu oder was auch immer. Ja, also das gibt es. Das muss man halt abklären, ob man wirklich sehr nach den Regeln spielt oder ob man sehr nach der Story spielt. Und ich spiele mittlerweile, also ich spiele, glaube ich, mittlerweile eher nach der Action, nach der Story und lasse auch manchmal Regeln einfach außer Acht, um einfach coole Situationen dann auch nicht zu verwürfeln oder zu verregeln. Ja? Da muss ich auch immer gucken, dass ich so einen Mittelweg finde, der halt allen gut gefällt. Aber hier in der Situation macht er jetzt halt was, vor allem, ja, er fällt halt rückwärts um, ist erstmal weg von dem Vieh, die Hand ist weitestgehend kaputt. Mal gucken. Und was noch passiert? Alle, die noch sehen, ihr zwei, habt diese Aktion gesehen. Da ist ein brennendes Stück Dynamit gerade in das Monster reingesteckt und er hat seine Hand dabei verloren. Jetzt muss ich das ganze Spiel weiterspielen mit dem drunter. Ja. Ich werde keine Szenen mehr machen, wo ihr applaudiert, keine Angst. Und da kannst du einen vor mit einer Glatze suchen, der vor dir ist. Ich applaudiere jetzt so. Ja. Ihr beide kriegt jetzt eingeschobene Initiative, um ebenfalls auszuweichen nach hinten. Weil es zerreißt ein bisschen. Ich habe eine 83 und versag damit total. Ja. Was ausweichen? Ja. Ja. Muss ich auch ausweichen? Nee, du nicht. Du siehst ja eh nichts. Du hast einen menschlichen Schriftstück bei dir. Achso. Nee, soweit ist es. 66. Das ist auch nicht so gut, oder? Nein, ich hab 50. Okay. Kaboom! Ach, so schnell explodiert das. 83. Deshalb kriegt ihr die Initiative davor. Ich knie ja hinter dem Feldbett und das nicht hinter dem brennenden Feldbett. Nicht hinter dem brennenden, auf das fallt ihr jetzt. Nein. Ich knie hinter dem Feldbett. 83, okay. 83 ist noch okay. Also, nicht okay, aber. Ja, es gibt eine Druckwelle, es reicht euch alle weg. Die reißt es komplett weg. Das ist ja sowieso schon töd. So, ihr liegt erstmal und. Die Spinnen leben noch, oder wie? Die zwei. Game Changer Dynamit. Schon der zweite Kampf mit Dynamit geschafft. Das heißt, es ist gemächlich. Michi stand ziemlich davor. Aber ich habe einen Poncho an. Das habe ich nicht vergessen. Er brennt. Fantastisch. Leichter Poncho der leicht Entflammbarkeit. Minus 10. Und der Stollen rumpelt und ja. Begräbt uns. Ende. Wiedersehen. Welches ist dran, mit der Initiative? Was hatten wir gerade? Das ist ja mal der letzte dran. Dann ist jetzt, bist jetzt du dran. Ja, ich rappel mich halt auf. Du rappelst dich halt auf. Wo bin ich? Der hier. Ja. Ich rappel mich auf, ja. So. Ja. Und, lege auf die Spinne an. Alles klar. Die am Reverend Team vorher noch. Du legst drauf an, ja. Aber willst du wirklich schießen oder wäre da nicht die Axt so nah, wie du sie an ist? Du bist zwei, drei Felder geklärt. Du triffst das. Die machen normal Schaden. Wenn nicht, das war dann im nächsten Kampf keine Emotion mehr. Normale Emotion. Gute Idee, hätte mal früher sagen sollen. Bam. Wieso? Aber zu spät, ich schieß schon. Nee, aber jetzt schieß ich ja schon. Ihr habt ja noch Ersatzpatronen. 60 trifft. Ne, 70 hast du. Ich hab 60. Naja, dann voll und gerade so, aber trifft. Bats, Schaden. Ja. Schaden 2W6. Ich hatte schon. 5. Okay. Ja, okay. 12. Ja, 12. Ja, hin.
und weg. Also über gute Würfel, also jetzt gerade gute Schadenswerte, brauchen die sich nicht zu beschweren. Das klappt ganz gut. Der Würfel kann auch anders entscheiden. Das ist eine coole Sache, also gefällt mir gut. Ja, du liegst auf dem Boden, du weißt überhaupt nicht, was mit dir passiert. Die Welt dreht sich gerade abseits darum komplett. Ganz kurz, auf Kleingrafik, hier steht bei meinem Gewehr 10 Schuss plus 6 Patronen. Die hast du noch so, ja. Ein also ich habe 10 Schuss in dem Gewehr schon drin und 6 habe ich noch bei mir. Genau. Gut. Was ist für ein geiles Gewehr? Winchester. Fette Winchester. 44er. Karabiner. Ich habe meine Informationen aus. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich liege da blind und taub herum. Ich habe auch gerade keinen besonders guten Einfall. Piss dich ein. Oder hattest du ja gerade schon eigentlich einen verhältnismäßig guten Einfall, das heißt nur den ich dir aber nicht verzeihen werde. Ich weiß ja nicht, was mir zum Beispiel mein... wäre es eine gute Idee, irgendwas mit dem Holzkreuz zu machen? Ja, zum Beispiel. In so Zeiten, also auch wenn du nicht sonst der Gläubigste bist, aber... Ich werde aus der Karte nicht so ganz schlau, aber die Karte dann, sagt nichts. Es ist einfach nur, dass, ach so, ist nur, dass ich das habe. Bedeutet, wenn du dein Holzkreuz nutzen willst, darfst du das tun. Als dann greife ich nach meinem Holzkreuz und obwohl ich nicht dran glaube... Okkultismus würfeln, bitte? Rufe ich nach okkulten Mächten, Cthulhu, die mir vielleicht helfen. Was? Du rufst? Was ist denn los? Mit einer 300. Da kommen 30. 300. Das heißt, ich mache irgendwas Geiles. In der Tat. Der ist ja seine. Du spürst, wie dein Augenlicht langsam aber sicher zurückkehrt. Ah, danke. Oh, die schon. Und ihr alle, die im Umkreis liegt tatsächlich, wunderbar, ihr seid alle mindestens in zwei Feldern im Umkreis, bekommt, spürt sowohl die Bisse als auch eben die Brandverletzung, als auch der upper Arm nicht mehr, keine Schmerzen. Aber der Arm ist noch ab. Der Arm ist ab. Super. Du bist nicht Jesus. Vielleicht wächst mir so ein Tentakel nach oder so. Ne? Wait for it. Okay. Ja, das ist schon sehr fantastisch. Aber ihr seid absolut schmerzfrei. Aber es macht Spaß irgendwie. Ich finde es irgendwie cool. Für so One-Shots finde ich das ganz cool. Ich glaube, ich werde das auch mal so ein bisschen in meinen... Also es ist ja so, ich habe das schon öfters geguckt, so, aber jetzt, dadurch, dass ich das jetzt mit euch zusammenschaue, mache ich mir noch ein paar mehr Gedanken so dazu, parallel, auch wenn ich jetzt nicht immer was sage. Aber ich mache mir jetzt zum Beispiel auch den Gedanken, dass ich vielleicht für One-Shots vielleicht eher so in die Richtung spielen sollte, vielleicht so ein bisschen lockerer und für Kampagnen dann vielleicht ein bisschen bisschen mehr anziehen. Also ich bin ja so, ich ziehe halt gerne an, ne? Ich mag das halt gerne ein bisschen eine Gangart härter, aber ich finde es halt cool, diese Action, die da passiert. Muss man wahrscheinlich auch immer unterscheiden, welches Rollenspiel man spielt. So, also welche Art jetzt gerade, weil das ist jetzt hier so Horror-Western. Da ist Action auf jeden Fall ein Thema. Da kann man sowas halt dann auch besser machen, auch mit dem Pfarrer, der da irgendwelche Mächte anruft und sowas. Das finde ich eigentlich ganz cool irgendwie. Aber auch nicht immer. Also ich kann da auch ganz gut switchen. Ich kann an vielen verschiedenen Dingen Spaß haben. Ich bin jetzt nicht so festgelegt auf eine Sache, dass ich super leicht oder super schwer machen muss. Ja, ich denke, nehme ich auch immer viel mit, wenn ich mir sowas angucke. Dann ist eine Runde wieder vorbei. Stehe ich auf dabei noch oder so? Ich würde ganz Du kannst dich jetzt wieder aufrappen. Deine Bewegung. Deine Bewegung. Liegt nicht so gerne im Dreck. Ja. Ihr könnt euch auch aufrappen in eurer Bewegungsphase. Und Michi darf die letzte Spinne töten, wenn er mag. Die ist aber auch schon ganz schön abbekommen. Sie hat Explosionsschaden abbekommen. Ja, die hat nur kann ich die einfach zertreten? Gerne. Das mache ich jetzt. Ja, die hat nur noch drei Beine. Die sind in Wirklichkeit nämlich nur so groß. Würfel. Das ist aber nicht so, du im Nahkampf hast du 30. Unter dir, Würfel unter 70, dann ist das auch gut. Wenn du drüber würfelst, beißt dir in den Fuß. 80. Ich habe es vorher gesagt. Ja, du hebst den Fuß an und denkst, du kleines Dreckstück, die Spinne, nur noch drei Beine, dreht sich auf den Rücken, öffnest das Maul und beißt dir in den Fuß. Scheiß Vieh. Ja. Wie der Magen, weil das Ding. Den Schmerz spürst du jetzt wieder. In deinen Stiefeln. Das Geile, gerade der Schmerz weg. Das ist ja super. Langsam mal das Bild austauschen mit ein paar Tentakeln noch drin. Ich sehe überhaupt gerade zum ersten Mal, dass da hinten ein Bild ist. Ja. Er hört einen Schmerzensschrei und wie eine Bärenfalle steckt sein Fuß im Spinnenmaul. Wir brauchen Bedienung. Du bist dran. Ramirez. So, ich bin ja da gleich um die Ecke. Ich stell mich mal auf. Kannst dich auch aufrappeln, genau. Ich stell mal mich hier auch auf, wenn er ein bisschen rumpelt.
Eigentlich müsste ich ihn erst. Ja, er hängt, seine Fuß hängt noch dran, genau, ja. So. Genau. So. Und was willst du, um ihn zu befreien? Ich nehme die. Naja, ist halt jetzt ein bisschen schwierig. Ich nehme die Hacke und hau da drauf, aber. Jetzt verliere ich mein Bein. Schmeiß mir mal die Axt zu. Ich will die aber wieder. Ja, ja. So, ich nehme die Axt und jetzt ist die spannende Frage: Entweder ich hau der Spinne halt voll eine rein. Das steckt der Fuß. Wenn ich nicht treffen sollte, dann wahrscheinlich ist Michis Fuß weg. Der wird bloß nicht als einziger Krüppel hier rum. Ja, genau. Ja, aber es muss ja ein bisschen interessant bleiben. Bitte. Also, welcher Wert zählt? Nahkampf oder Faustkampf? Nahkampf. Nahkampf. 50. Nee, 40. Du hast noch eine Hand. Du musst mit der linken Hand ja plötzlich kämpfen. Ja, das heißt aber auch Faustkampf und nicht Fäustekampf. Das hat sich doch. Ja, das darf man halt. Oh, meine Katze putzt sich gerade an dem Mikrofonständer. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr auffällt. Ja, das ist natürlich jetzt am schlimmsten für Walter Kurt Ramirez, der ja ein ausgewiesener Nahkämpfer ist. Ich glaube, er hat 80 Nahkampfwert und jetzt hat er nur noch eine Hand. Also er ist jetzt quasi nutzlos. Was heißt nutzlos? Also beim Kampf nutzlos. Ne? Oder sagen wir mal 50% schwächer. Das hat die Gruppe natürlich dann jetzt stark geschwächt, jetzt gerade im Hinblick auf den Kampf, der bald kommen wird. Und ich glaube, dass die Katze gerade das gesamte, was ich jetzt gerade kommentiert habe, verunstaltet hat durch ihre Putzbewegungen. Ich werde jetzt nichts mehr sagen, bis sie fertig ist mit Putzen, glaube ich. Okay, also ich muss unter 40. Würfeln, sonst ist Michis Fuß weg. Das weißt du, kannst du nicht entscheiden, das entscheidet der Spielmeister. Komm, bitte. 50. Ja. Michi, Glückswurf. Deine letzte Chance, einen Grid zu kriegen, sonst ist der sichere Fuß weg. Was ist Glück? Warte mal, Glück. Mit W10 unter 7. Du trennst haarscharf, du spürst, wie er deinen Stiefel fast auftrennt. Ja. Das Leder vom Stiefel abschält. Linky trifft also gerade so die Spinne und erlöst sie von dem Geruch, den sie im Maul hat. So. Das war ein Rettungsruf. Für die Spinne. Was zur Hölle war das denn? Oh, das war der Wahnsinn. Krass. Das fand ich jetzt total geil. Ging doch ganz gut. Gut, ein Upper Arm, aber sonst. Wollte ich ja nur von der Bilanz. Ne, was so dein, als, ja. High five! Das geht noch. Aber links. Haus daneben. Muss das mal entworfen. Was auch noch richtig gut geht. War nicht der. Dein Stumpf. Hallo. Danke. Ramirez, Reverend. Dein Stumpf ist geheilt. Geben Sie mal. Oh, mein Stumpf ist also geheilt. Der blutet nicht. Das ist nicht normal. Ich hätte das nämlich sonst noch desinfiziert und dann wie Whisky drauf gekippt. Alles gut. Das ist von meinem Whisky, da ist doch gar nichts mehr drin in dem Flachmann. Da ist nichts. Auch eure Wunden sind geschlossen. Sie siffen nicht mehr. So. Aber das ist voll gemein. Gerade Randall. Oh, da nicht mehr so viel, der muss ich zurücknehmen. Der hinkt. Alter Vater, den hat es ziemlich mitgenommen. Nur zur Sicherheit, wie viel Dynamit haben wir? Wir haben noch eine. Wir haben noch eine Stange. Zwei, oder? Hast du noch eine? Nein, eine haben wir Ja, die Saloon schon benutzt. Eine Stange. Eine haben wir noch. Ja. Ihr erreicht ganz kurz, ich muss ganz kurz unterbrechen. Ich würde nur mal ganz kurz wissen: dieses große Monster, das schwere Tentakelvieh. Wie gefährlich wäre denn das gewesen? Ich kenne mich ja mit so einem Spielen jetzt nicht unbedingt sonderlich aus. Also wenn das zwischen uns gewütet hätte, es war eine gute Lösung. Es wert, oder? Dein Arm war es allemal wert. Ja? Ich möchte meine Axt wieder haben. Dein Arm war es allemal wert. Ja, der Zwischengegner. Ihr erreicht bald darauf die Kammer, die mit Ich bin reich gekennzeichnet ist. Ja. Ja, Erfahrung sind wir jetzt auf jeden Leuchten Fall. Sie hier mal her, Reverend. Wir schauen uns mal ein bisschen um, ob wir was in den Geisterstein sehen. Gesteinsformation voller Geistersteine. Überall ragen sie heraus, als wären sie tatsächlich das Erz dieser Erde. Blau illuminierend, fein Nebel verströmend. Und es ziehen sich pulsierende Adern, wie auch schon beim Friedhof, in Richtung des letzten Ganges. Was auf dem Gesicht in der Randall, Erde markiert. Randall, nimm dir doch auch mal einen Stein mit, nur für alle Fälle. Dann haben wir hier einen. Besser ist das. Geil. Nicht, aber jetzt haben wir in einen. Kammer 6, in der letzten Kammer,
wartet schließlich das unheimliche Gesicht, welches aus dem Boden hinaufstarrt. Da sind jetzt alle dahin gelatscht, ja? Ja. Es ist eine Art Marmor, die nach oben schaut. An der Nordwand hier befindet sich vermauert. Da ist ja wirklich ein Gesicht auch auf der. Auf dem. Crazy. Crazy. Die haben das genauso nach der Vorlage hier gebaut. Ja. So schnell haben die das hergestellt. Also ich habe Beziehungen, Freunde, da könnt ihr euch. Diese Wand ist zugemauert und sieht so aus. Wow, ein Rätsel. Stargate. Sprich ein Freund Stargate. Und tritt eins. Mel noch. Nee, klappt nicht. Melon. Und gegenüber des Felstors, ungefähr hier, steht eine große Stele, die über und über mit Schriftzeichen bedeckt ist. Ähnlich wie die, ihr schon gesagt. Du willst doch bloß in die Höhle. Hättet ihr mal Lara mitgenommen. Nee, Lara ist nicht da, kann euch nicht helfen. Ah. So, ja, witzig. unter welchen Umständen ich hier aufnehmen muss. Also es wird eine große Putztour gerade. Und ich kann auch nicht mehr so richtig steuern, weil er jetzt wieder natürlich genau vor dem zweiten Monitor liegt, wo ich jetzt lauter und leiser stelle. Es ist fantastisch. Okay, aber dazu, was jetzt hier Ben macht. Also ich finde es erstmal cool. Er hat viel Weltbau drin. Am Anfang gezeigt, wie die Stadt funktioniert, wer da das Sagen hat, welche Probleme es gibt mit den Indianern und so weiter. Er hatte ein bisschen Horror drin. Er hatte schon, ist jetzt schon der zweite Kampf. Diesmal war es ein bisschen heftigerer Kampf. Geht jetzt diese Westwood-Mine und so weiter. Und jetzt kommt, so wie es jetzt ausgesehen hat, dieses Tor. Das ist ein Rätsel. Also er hat sich da wirklich viel einfallen lassen. Das ist jetzt nicht nur eine Art von Pen and Paper ist, nämlich nur, was weiß ich, Kampf, sondern sie haben auch ein bisschen was herausfinden müssen. Also es ist also so ein Pen and Paper, wird immer besser, finde ich, wenn es so ein paar Dinge verbindet. Also ein kleines Rätsel, ein Detektivteil, wo man Dinge herausfinden kann, ein bisschen mit Logik und so weiter. Vielleicht auch einen sozialen Teil. Also immer, umso mehr ihr in ein Abenteuer einbaut, also verschiedenste Dinge, umso kurzweiliger wird das. Ja? Und an das Rätsel kann ich mich jetzt auch gar nicht mehr erinnern. Kirchenglocken gehen los, deswegen schauen wir jetzt einfach weiter. Genau, mit Schriftzeichen, die erstmal niemandem was sagen, sehen vielleicht ähnlich aus wie die am Eingang, ein bisschen anders. Und das ist erstmal das, was ihr seht. Mit einer grenzenlosen Cleverness finde ich natürlich raus, dass die, was auf der Stele steht, etwas damit zu tun hat, was an der Tür steht. Vor allem, weil neben den Schriftzeichen an der Tür auch Zahlen markiert sind. Und jetzt versuche ich erstmal zu entziffern, weil ich ja schon das im Eingang entziffert habe, was auf der Stele steht. Dann ich glaube, die Zahlen sind nicht auf dem Bogen, oder? Nein, dann darfst du in der grenzenlosen Toll sein. Ich gehe durch die vierte Wand in eine andere Welt. Du darfst mal Idioten, Sprache würfeln. Sprache würfel ich und habe eine 62. Ja, 60 das ist knapp drüber. Knapp drüber. Das heißt, du kannst nicht alles. Ich kann eh nur aber ich versuche, ich, ja. Ich stelle mich aber nie in den Reference. Die Idee finde ich auch gut. Dann versuch du es besser zu machen. Wo ist Sprache? Ja. Das war mir nicht reingeschrieben. Kein Dings? Ich wusste nicht, ob du eine Fremdsprache hast. Dann hast du Sprache 50-50. Du hast Sprache. Intelligenz habe ich 60, Wahrnehmung habe ich 70. Okay, dann kriegst du 50 Sprachen. 50-50. Intelligenz 60. Na gut. Also die Sprache kennt keiner von euch. Mhm. Aber ihr spürt trotzdem. Na, 86. Die kenne ich, das ist mexikanisch. 86. Oh, du sagst, das ist mexikanisch, daraufhin muss ich schauen, ob das 86. Everett Jackson. Everett Jackson schaut im schmalen Licht der Lampe und ihr seht plötzlich, wie Everett Jacksons Schatten, sagt das mal schnell hintereinander, Everett Jacksons Schatten aus seiner zweidimensionalen Welt in die dreidimensionale sich erhebt. Wow. Und sexy. Ihn angreift. Was? Sexy. Weil ich einen Sprachtest verfehle. Weil du über eine gewisse Zahl filterst und einen dunklen Manitou in dir trägst.
Und stimmt, wir haben ja auch noch diese Ausweichen. Andere werden blind. Aha. Ja, genau. Was steht auf Ausweichen? Okay, also das waren jetzt schon, also dieses Blindwerden war ein Effekt vom dunklen Manitou. Vielleicht hat Ben das ja auch verändert. Die haben ja, nachdem sie verflucht worden sind, jeder so eine Karte gezogen und es könnte sein, dass Ben das dann, weil es so gut gepasst hat zum Reverend, verändert hat. Also, dass er sagte, ja, er wurde am Anfang schon blind und wir nehmen das einfach weiterhin, dass er immer so erblindet, wenn er über eine gewisse Zahl würfelt. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig, weil es kommt immer erst so nach und nach raus, was das bedeutet. Dieser dunkle Manitou. Ja. Von Martin wird anscheinend der Schatten lebendig und greift ihn an. Das hätte natürlich eben in dem Kampf natürlich Probleme bringen können. Kann sein, dass Ben das da einfach weggelassen hat. Das wäre das wieder, wo ich so pedantisch bin, wo ich dann gesagt hätte, ja, es passiert halt aber auch trotzdem auch in einem Kampf, ne? Auch wenn er da schlecht würfelt. Aber ich glaube, er hat nicht schlecht gewürfelt. Aber das finde ich eine gute Idee. Dann habe ich 50. Bitte? Ach komm, er würde dich treffen. Albern. Er würde dich treffen. 41. Gut. Du weicht zurück und wie will man seinem Schatten ausweichen? Das ist ein ganz seltsames Schauspiel. Er weicht zurück, der Schatten klebt nach dir und dann verschwimmt der Schatten mit dir. Du spürst ganz kurz eisige Kälte und dann ist alles wieder ganz normal. Aber sonst ist alles in Ordnung, Jackson. Haben Sie sonst noch irgendwelche Spezialeffekte auf Lager? Ich will ihn nur auch raus. Wir müssen hier das klären dann weg hier. Das ist beeindruckt, das ist das Einzige, was du beiträgst, um deinen Schatten zu werfen. Mit dem Rätsel sind wir noch weiter. Er hat angeschossen, seine Schattenspiele. Oh, verdammt. Die Lampe ist in Wirklichkeit der Oberboss. Oh, das ist voll der Knie. Noch nicht schlimm genug. Jackson, das ist auf keinen Fall mexikanisch, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Und bitte. Randall. Will ich es auch noch. Ich habe halt überhaupt keine Sprachfähigkeiten. Was haben wir da? 15. Ui. Das ist gut. Obwohl ich das eigentlich nicht kann, aber das ist natürlich die Sprache meines alten Freundes. Genau. Ich hab ein paar du Brocken spürst, wie die Worte der Anasazi in dich hinein und aus dir hinaus. Und du kannst die Stele entziffern, als wäre es deine Muttersprache. Wow. Die Stadt Kapaktehun steht in der entgegengesetzten Welt der Lebendigen. Dort existieren die reinen und die dunklen Geisterwesen. Mutter Erde hält sie zurück, doch starke Männer können sie frei senden. Nur wenige Männer haben Kapaktehun betreten können, da sie nicht einmal Halbwesen sind. Der Übergang ist nur möglich, wenn man den Stein durchwandert. Das Durchschreiten ist nur möglich, wenn man die Essenz der Geister in sich trägt. Mutter Erde entscheidet, wer geht und wer bleibt. Naurim war der Erste, der zurückgekehrt ist, und er brachte die dunklen Geister mit sich, um seine Feinde zu zerstören. Viel Unheil brachte Naurim über sein eigenes Volk. Wir wurden zu Halbwesen, für die kein Platz mehr in der lebendigen Welt ist. Die Vorfahren entschieden, den Weg nach Kapaktehun zu verschließen. Naurim wurde auf die andere Seite verbannt und... den Rest kann man nicht mehr gut lesen. Der Rest ist tatsächlich verwittert unten und vielleicht auch mit Spitzhacken bearbeitet worden. Da ist nichts mehr zu lesen. Genau. Aber die Zeichen auf dieser Stele sind die gleichen wie hier? Nein, würde ich nicht sagen. Die Zeichen auf der Stele. Ja, Leute, wie sie das Rätsel lösen, wie sie... oder ob sie das Tor aktiviert bekommen und ob sie das Abenteuer erfolgreich abschließen können und ihre dunklen Manitus loswerden, das werden wir dann in der nächsten Folge herausfinden und das wird dann auch die letzte Folge von diesem Hollow Hope, Bury My Heart in Hollow Hope. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal und ciao.